Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Ausgabe hier auf Andys Kinoblog und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute einen Blu-ray-Neuzugang in meiner Sammlung vorstellen und wie ihr sehen könnt, handelt es sich hierbei um das Steelbook von Der Medikus. Ich war heute Morgen bei Müller in Koblenz einkaufen und habe mir natürlich auch Machete Kills mitgenommen und da habe ich mir gedacht, nimmst du dir das Steelbook von Der Medikus auch gleich mit. Eigentlich hatte ich erst geplant, nächste Woche mir das Steelbook zu kaufen, aber ich muss sagen, es gefällt mir vom Optischen und von der Aufmachung, vom Artwork her so gut, dass ich gesagt habe, jetzt scheiß drauf, jetzt nehme ich es doch mit und kann nur sagen, ich bereue es nicht. Ich finde das ein sehr, sehr schön gearbeitetes Steelbook. Das Artwork ist wundervoll und die Prägungen hier bei diesem Steelbook sind wirklich der Knaller. Ja, der Film ist ja schon etwas älter, kam ja dieses Jahr in die Kinos und auch eine schnelle VÖ auf Blu-ray und DVD ist auch geschehen. Und vor einigen Tagen ist dann auch die VÖ letztendlich von Der Medikus erschienen. Ich habe es mir, wie gesagt, erst heute gekauft und war jetzt nicht ganz so der Schnellste, wie auch immer. Ich habe den Film natürlich schon vorab gesehen auf DVD, den habe ich mir in der Videothek ausgeliehen. Muss ganz klar sagen, ein absoluter toller Mittelalter-Epos-Film. Ich finde ihn richtig geil, ich mag solche Filme, ist teilweise etwas langatmig, aber ich kann euch nur empfehlen, wer auf sowas steht, geschichtlich und so ein bisschen Mittelalter-Geschichte, der hat hier voll, kommt auf seine Kosten, gigantische Szenen, Bildaufnahmen, wirklich toll alles in Szene gesetzt, also ich kann nur ganz klar sagen, schon mal alleine für den Film. Daumen hoch von Andys Kinoblog. Ja, das Steelbook hat natürlich eine technische Seite, ganz klar. Und ich habe auch heute schon hier reingeguckt. Bild und Ton sind wirklich in einem einwandfreien Zustand. Ich muss wirklich sagen, ganz toll. Wirklich gestochen scharfes Bild, muss man hier sagen. Keine Artefakte, kein Flimmern, keine Bildpunkte oder sonst irgendwas, Körnung, wie auch immer. Hier hat man glasklares Bild. So macht Blu-ray gucken Spaß und der Sound ist auch wirklich gut. Und da kommen wir auch direkt auf den, zu meiner kleinen Kritik, was ich hier an diesem Steelbook habe. Ich zeige euch das mal. Bevor wir natürlich jetzt das Steelbook an sich unboxen, zeige ich euch mal einmal den Pappflyer, der hier drum war. Das Problem an der Sache ist, wir haben hier wirklich ein ganz tolles Steelbook, aber wir haben hier nur eine DTS HD Mastered Audio 5.1 Spur in Deutsch. Einen solchen Film finde ich persönlich, wenn man so einen gigantischen Bildfilm, der in Szene gesetzt wird, produziert, sollte hier mindestens eine 6.1 bzw. bei der heutigen Technik eine deutsche 7.1 Tonspur mit drauf sein. Das ist das Einzige, was ich bemängel. Ja, ansonsten geht der Film insgesamt 155 Minuten und wir haben hier über 70 Minuten Bonusmaterial da drauf. Auch hier wieder kann man den Flyer oder den Pappflyer konnte man abziehen. Wir haben hier einige Werbebilder drauf, beziehungsweise Szenenbilder und natürlich eine Kurzbeschreibung, was dann sagt, dass dieser Film England 11. Jahrhundert spielt. Ja, auf jeden Fall sehr cool, inklusive natürlich wieder Werbung und wer alles mitspielt. Und hier unten haben wir wieder DTS, HD Mastered Audio, Dolby Digital, bla bla bla. Alles das, was wir eigentlich nicht brauchen. Ja, der Film ist nicht in 3D gedreht worden. Mal wieder ein Film, der nicht 3D ist. Wunderbar. Das Ganze war natürlich mit so Klebepopeln versehen oder beziehungsweise mit so einem Aufkleber, die man wirklich auch sehr leicht lösen konnte. Und daher haben wir hier auch auf dem Steelbook keine wirklichen Kleberückstände. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das Steelbook ein Hochglanz-Steelbook. Es ist wirklich, es glänzt, Hammer, es ist Wahnsinn. Und wie ihr sehen könnt, ist der Schriftzug Der Medikus inklusive dieser Schlangen, was das heutige Zeichen auch noch ist für die Medizin. Und natürlich hier diese Umrandung, ja, wie nennt man das? Keine Ahnung. Die Umrandung einfach, diese Zierde oder Bordüre, sage ich mal, die Bordüre, die Steelbook-Bordüre, auch geprägt, komplett hier alles, also wunderbar, das Steelbook fasst sich wirklich toll an, sehr edel, sehr geschmeidig, liegt gut in der Hand, 150 PS, geht richtig steil. Also ich muss sagen, ganz toll, wie gesagt, die Schlangen hier sind komplett geprägt und hier diese, ja, diese Verschnörkelungen, diese Verzierungen auch. Man merkt auch hier, dass das Steelbook wieder in einem Rechteck abgesetzt ist, erinnert wieder an so einen Mediamarkt-Lentrikular-Stil.
Und ich persönlich finde auch die Farbgebung mit dem Braunrot sehr schön. Also passt wirklich sehr gut. Hier hat man sich endlich mal Gedanken darum gemacht, um ein wirklich tolles Artwork. Und ich persönlich finde es ist schlicht, einfach, aber aussagekräftig und wirklich wunderschön. Mir gefällt das einfach. Ich könnte sagen, was ihr wollt. Ich finde es klasse. Ja, von hinten haben wir dasselbe nochmal. Ohne den Aufschrift der Medicus. Vielleicht hätte man hier ein kleines anderes Artwork nehmen können, aber ich bin so froh, wie es ist. Es ist wirklich sehr schön, auch wieder komplett geprägt, auch die Rückseite mit der rechteckigen Umrandung und der Schlangen und dem Geschnörkel. Hier ist alles komplett geprägt. Hier unten haben wir noch eine kleine Werbeaufschrift mit Rechten und bla und Schwätz. Das interessiert ja sowieso keinen eigentlich. Aber ansonsten ist auch diese Prägung hier, dieser Druck der Schlangen sehr detailreich. Ich kann es mal einmal rannehmen, ein bisschen näher. Ihr seht auch hier diese Krümmungen, dieses Hautknicken, sage ich mal, von der Schlange sieht man am Hals. Also ich finde das sehr schön gearbeitet. Auch hier so die Riffeln, wo sich die Schlange mit eigentlich fortbewegt. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Ich weiß jetzt nicht, der Bauch von der Schlange ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen. Ja, ich finde es cool. Ja, von der Seite sieht der Medicus so aus, das Steelbook. Auf der linken Seite haben wir das Universal Logo, dann haben wir hier den Schriftzug der Medicus und natürlich auf der rechten Seite das Blu-ray Disc Logo, auch in Gold abgesetzt. Sieht sehr schön aus mit dieser Goldfarbe. Ich persönlich finde das sehr schön und passt wirklich zum Design dieses wunderbaren Steelbooks von der Medicus. Ich mache es jetzt einmal kurz auf. Was ich jetzt nicht ganz so schön finde, ist jetzt der Disc-Part. Den hätte man vielleicht noch etwas anders gestalten können. Wiederum kann man sagen, okay, das Steelbook ist schlicht und einfach, passt dann auch das Artwork der CD. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Es ist in Ordnung, ja, kann man so lassen. Was ich gut finde, wenig Werbung. Was ich nicht so gut finde, unten der blaue Blu-ray-Disc flatschen. Der passt überhaupt nicht. Dann natürlich noch ist der Film ab FSK 12 freigegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das durch die Greenscreen durchleuchten seht. Ist auch nicht schlimm. Aber es ist schlicht und einfach. Ich nehme die Disc raus. Und wir sehen hier einmal zwei Varianten, einmal die rechte und die linke Seite von dem Steelbook. Wir haben hier zwei verschiedene Innenartworks oder Prints. Einmal hier rechts, wo eine Armee am Reiten ist, und natürlich hier den Lehrling der Medicus. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der genau heißt. Ist schon ein bisschen länger her, wo ich das gesehen habe, habe mir das auch nicht so 100% gemerkt. Auf jeden Fall sieht man auch die Prägungen hier durch. Finde ich sehr cool irgendwie. Hat was definitiv, auch ein Farb-Artwork innen drin. Also ich finde das klasse. Kommt richtig gut zur Geltung. Macht auf jeden Fall Spaß auf mehr, und ich werde mir, denke ich mal, in den nächsten Tagen den Film der Medicus noch mal hier in Blu-ray-Qualität geben und freue mich auf einen schönen Kinoabend. Ja, alles in allem kann ich sagen, tolles Steelbook. Gut, für 21 Euro hätte man das jetzt nicht kaufen müssen. Allerdings war mir das jetzt auch egal. Sicherlich bekommt man das auch irgendwo etwas günstiger. Aber ich sage ganz klar, Daumen hoch für das Steelbook hier, der Medicus. Und egal, wo ihr das bekommt, solltet ihr auf jeden Fall kaufen. Ich mache jetzt noch einen Kauflink von Amazon rein, weil dieses Steelbook auch bei Amazon erhältlich ist. Ja, das war es auch schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wer jetzt dieses Steelbook noch nicht hatte und konnte ich vielleicht jetzt bei dem einen oder anderen eine Kaufentscheidung herbeiführen, lauft los, solange es dieses wunderbare Steelbook noch gibt, besorgt euch das. Ich verabschiede mich von euch jetzt und hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Unboxing von der Medicus. In diesem Sinne, ab in die Rinne, macht's gut, bleibt gesund, euer Andi von Andis Kinoblog. Ciao! Ach, ihr seid noch da. Ja, schön, dass ihr noch dran geblieben seid, und ich hoffe natürlich, euch hat mein Video Spaß gemacht, und wenn ihr natürlich noch mehr sehen wollt von mir und meinen ganzen Unboxings, habt ihr natürlich die Möglichkeit, da unten auf dem gelben Knöpfchen ein kleines Abo dazulassen, beziehungsweise auf meinem Kanal.
Weiterhin könnt ihr mich natürlich auch auf Facebook finden. Dort habe ich auch eine eigene Seite, Andis Kinoblog. Oder ihr stellt einfach eine Anfrage, auch in Facebook, in der Gruppe Filmfreunde Deutschland für alle Filmliebhaber. Ja, mehr kann ich dazu nicht mehr sagen und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Unboxing oder meinem nächsten Video und bleibt mir treu. Ich sag ganz klar, Daumen hoch hier von Andis Kinoblog. Wir sehen uns auf jeden Fall. Macht's gut und bleibt gesund. Bis dann. Ciao.